nochmal vielen, vielen tausend Dank, dass Sie hier einspringen konnten, Herr Nürnberger. Gnädige Frau, nicht Nürnberger, Bamberger ist mein werter Name. Bamberger, Nürnberger, sind wir nicht alle menschliche Wesen? Ja, der eine mehr, der andere weniger. Nochmal vielen Dank, dass Sie für Ihren erkrankten Kollegen eingesprungen sind. Erkrankter Kollege? Ja. Erkrankt? Ja, Besucher war er halt, ne? Ja, der vertrag da nichts. Der vertrag zwei Kasten Bier, wenn der saufen ist, der abgefüllt wie 1000 Russen. Ich kann dir noch da Geschichten verzeihen. Gehen wir mal einmal in unserer Stammwirtschaft beim Schutterwirt. Das war früher der alte Wirt, aber dann hat der Pächter gewechselt und dann hat das Ding einfach. Ja, Herr Hausmeister, ich könnte Ihnen jetzt noch stundenlang zuhören, tue ich aber nicht. Kommen wir zum Wesentlichen. Für die Galerie Sandberg, also für mich, ist es eine große Ehre, die Künstlerin Ruth Rutenfeld hier auszustellen. Die Künstlerin wird anwesend sein und auch einige der bedeutendsten Sammler des Landes. Was sehen Sie hier? Da, ja, ein leicht vollgereierten Teppichboden. Das ist der Schmerz und die Leidenschaft der Künstlerin. Manche dieser Bilder kosten über 500.000 Euro. Wie viel? 500.000. Frage, ich hab bei mir daheim in der Küchenzeile, der Teppichboden ist dem nicht ganz unähnlich. Kann man da nicht, dass man da... Sie sind mir ja ein Spaßvogel. Nein, es ist unsere Pflicht und Schuldigkeit, den Bayerinnen und Bayern ein exzellentes Kunsterlebnis zu liefern. Ja, oder wie sagt man hier in Bayern, ein bäriges Kunsterlebnis? Bärig sagt in Bayern kein Mensch, gell? Der Hansi Hinterseer, der sagt bärig, gell? Aber der Mann ist ja ein Depp. Also, bei uns in Bayern darf man sagen, es ist ein Dreckertskunsterlebnis. Dreckerts, das klingt ja fabelhaft. Hängen Sie die Kunstwerke an den ausgewiesenen Stellen auf. Ich komme gleich wieder. Jawohl, gnädige Frau, wird prompt erledigt. So, die Kunstwerke soll ich aufhängen. Und dem vollgesieften Teppichboden hat's nicht gesagt, was ich weiß. Eine 500.000 Erdgrützebirnbaum und Hohlstaden. Da legst du einen Teppichboden hin, da läuft der Schimpanse mit Dünnschiss drüber. Und da hast du eine 500.000 verdient. Ja, das müssen wir jetzt einmal genauer anschauen, dieses Pudel. Das ist tatsächlich ein Teppichpudel. Hoi, hoppala, hoi, hoi, jep, oh, 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 oh. Ja, das kriegen wir schon. Ja. So passt das. Gut, dann hängen wir es einmal auf, das Kunstwerk. Ah, das gehört da hin. Hoi! Jetzt läuft der Nagel weg. Ja. Wunderbar, wunderbares Kunstwerk. Dann nehmen wir gleich das nächste. Yes, da ist ja eins schöner wie das andere. Es ist unglaublich. Immer wenn ich diesen Raum mit dieser großartigen Kunst betrete, läuft mir ein Schauer den Rücken hinab. Wenn's wollen, kann ich die Heizung ein bisschen auftragen. Jedes Material, jede Farbe, jeder Klecks ist von der Künstlerin in einem jahrelangen Prozess ausgewählt worden. Schon die kleinste Veränderung in einem der Bilder würde den gesamten Wert zerstören. Oh, das war aber gescheit schon. Ich bin begeistert. Ich weiß nicht, welches Bild ich kaufen soll. Vielleicht alle. Ich hab's vorhin Ihrer schon gesagt. Also, mich hätte so ein Scheißdreck Pfundweiß daheim. Das ist ein starkes Stück. Unglaublich.
Ich konnte es erklären. Das war keine Absicht. Das war aus Versehen. Aber ich konnte es wieder rausputzen. Das ist für mich die leichteste Übung. Das ist der beste Rutenfeld, den ich jemals gesehen habe. Egal, was er kostet. Ich kaufe. Leg mir mal, das war knapp. Sie kaufen? Das höre ich gerne. Na, auf ein drehkartes Kunsterlebnis. Drehkart ist übrigens bayerisch. Das hat mir der Herr Birnberger beigebracht. Mein Name ist nicht Birnberger, ich heiße Nürnberger. Bamberger. Aber jetzt kann ich ja sagen, das Beutel, wo ihm da so besonders gut gefallen, gell? Da ist mir ja Folgendes passiert. Gell? Ich hab das Beutel angeschaut, ich denk an nichts Böses, ne? Und dann schau ich und dann vor mir. Unfassbar! Die Künstlerin ist auf dem Weg hierher und das Bild ist so gut wie wertlos. Den Besuchern bleibt ein einmaliges Kunsterlebnis verwehrt. Sie meinen unsere Bayerinnen und Bayern. Ich glaube, die kommen zurecht damit. Ja. Aber wissen Sie, was ich euch sage? Das Positive ist, Bier macht natürlich halt auch keine Rotweinflecken. Sie Vollidiot! Das stimmt aber wirklich. Weil schauen Sie mal her, wenn ich einen Dienst noch meine, dass ich so aus. Ich hab's vorhin dem Geschwollschädel schon gesagt. Es ist für mich die leichteste Übung. Ja, das bringe ich schon weg, ist ja kein Thema. So, halt mal. Jetzt pass auf schon. Ja, das tun wir da her. Und dann haben wir das gleich. Das ist ja gleich erledigt. Ja. Beim nächsten Kunstwerk darf ich der Künstlerin Linoleum empfehlen. Ja, Mädel, kann man halt nichts machen, gell? Das ist halt wie sie. Hoppala! Tata, hier bin ich. Oh. Frau Rutenfeld, es ist nicht so, wie es aussieht. Ich kann Ihnen das alles erklären. Was ist das? Dieser Herr Bamberger ist ein fürchterlicher Tollpatsch. Ich habe gesagt, was ist das? Das ist eine sogenannte Halbe. Ich weiß nicht, wollen Sie mal trinken, weil Kunst macht durstig. Nicht anfassen! Das ist das Bewegendste, was ich je gesehen habe. Diese Skulptur strahlt eine Wärme aus, die mich erschauern lässt. So schlicht und durchsichtig, dabei doch undurchdringlich. Ja. Natürlich. Genau, das sehe ich auch. Toll. Also undurchdringlich, auf alle Fälle. Aber wahrscheinlich inzwischen auch schon Lack. Ich weiß nicht, soll ich eine frische Halbe holen? Sie erinnern mich an meinen Vater. Frau Sandberg, Herr Wittenbrink, ich möchte mit dem Künstler alleine sein. Hast du das da hingestellt? Logisch, ich hab mein Bier halbe gern in Reichweite. Matzen weg! Jetzt ist Kunst! Mein Vater war schwerer Alkoholiker. Gesoffen hat er wie ein Loch. Die Flecken und der Dreck auf dem Teppich, das ist wie bei uns daheim. Darum geht's in alle meine Werke. Aha. Das heißt, theoretisch war jetzt das praktisch gar nicht so schlimm, wenn jetzt da, ist jetzt wirklich nur rein hypothetisch, wenn jetzt da irgendwer ein bisschen was auf die Beutel aufgetröpfelt hätte. Ich hab den Rotwein und die Bierflecken schon gesehen auf die Beutel. Aber wurscht, der Depp kauft sowieso alles. Aber das Deppertste ist diese Skulptur da. Gar nicht so schlecht für ein Erstlingswerk, gell? Die verkaufen wir dem Geschwollschädel für 500.000. Ach, was sag ich? 1 Million. Und du kriegst 50%. Okay? 50% von 1 Million? Wie viel ist das in Euro? 500.000.
500.000 Euro. Das heißt, wenn ich das Bier da stehen lasse, dann bin ich reich. Dann kann ich endlich den scheiß Hausmeisterposten kündigen. Ich muss nicht mehr in den scheiß Heizungskeller runter. Ich muss nicht mehr die scheiß Aschentonne rausräumen. Ich muss die Kinder nicht mehr zusammenscheißen, die draußen auf dem Rasen Fußball spielen. Du sagst es. Das ist mir nicht wert.